Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind bei der Eröffnung von Headquarters Cologne in Köln-Marsdorf. Man könnte behaupten, na gut, nicht ganz der Rhein, aber irgend so ein Flüsschen. Man muss zugeben, sie haben ein schönes Gebäude. Zumindest in Richtung Physical Cocktail machen wollen. Ja. Die haben dann auf einmal eine hohe Hürde vor sich. Also entweder haben sie einen Hautträger in ihrem Kreis oder sie haben einfach eine riesige. Sie sind bei Wirecloud. Richtest du gerade ein Telefon ein? Jawohl, für einen super Kunden hier im Headquarters. Du bist der Kunde, ne? Ich bin der Kunde, genau. Was machst du nochmal genau? Ich habe eine PR- und Kommunikationsberatung und bin so frisch noch im Geschäft, dass ich noch keine Festnetztelefonnummer habe, die ich aber unbedingt brauche natürlich. Das stimmt. Wie heißt du? Philipp Pudelko von Drunk Octopus Communications. Drunk Octopus Communications? Genau, Drunk Octopus Communications. Ich weiß nicht. Wie kommt man auf diesen Namen? Das hat viel mit dem Logo zu tun. Ich weiß nicht, ob du das Meme kennst. Es gibt so im Internet ein Meme, wo es einen Kleiderhaken gibt. Ja. Und darunter steht Drunk Octopus Wants to Fight. Mhm. Und ich übersetze das in mein Geschäftsmodell, indem ich Kommunikationsthemen erfinde. Ja, also ich gucke mir ein Unternehmen an und für viele ist das dann ja langweilige Produktion, langweiliger Vertrieb, tolles Produkt, aber mehr darüber hinaus fällt ihnen nichts ein. Und ich schaue mir halt Dinge von einer anderen Perspektive an. Und dieser Perspektivwechsel, dieses Vexierbild, wie es man ja auch nennt, das ist genauso, ich sehe nicht den Haken, ich sehe den Drunk Octopus dahinter. Diese Kreativität, die spiegelt sich in meinem Arbeit wieder. Und solche Stories willst du für die Leute auch finden? Ganz genau. Ich schaue es ein bisschen durch eine andere Brille und entdecke dadurch die spannenden Themen, wie so ein, ja, im Schlamm die Perlen finden sozusagen. Also der Name gefällt mir. Das ist gut, wenn er bei dir hängen bleibt. Drunk Octopus Communications kann man sich merken. Wirecloud, ihr macht Telefonlösungen, ne? Genau, wir sind eine cloudbasierte Telefonanlage für Unternehmen. Wir sind besonders schnell und einfach. Und haben eine super Integration in alle möglichen Online-CRM-Lösungen. Heißt Salesforce, Zendesk, Zoho, Pipedrive, Gaze und so weiter und so fort. Wir würden ja theoretisch mit David zusammenarbeiten, aber wir sind bei Giant Swarm so verteilt, dass wir nur Handys haben. Wir haben einfach zu viel Homeoffice und so weiter. Hier telefoniert ja eigentlich auch gar nicht mehr. Wir machen nur noch Hangouts und so. Wir machen nur noch Slack. E-Mail gibt es nicht mehr, Telefon gibt es nicht mehr, gibt nur noch Slack. Ja, geil. Sehr gut. Aber cool, viel Erfolg, viel Spaß bei der Telefonnummer. Ich schaue mich weiter um. Wir sind bei der Deutsche Technikberatung. Genau. Bei, wie heißt du? Steffen Herbst, mein Name. Sehr gut, was macht ihr? Wir bieten Technikberatung für zu Hause an. Ja, das sind vier Leistungen. Zum einen machen wir die Installation von jeglichen Geräten, zum anderen Fehlerbehebung, Kaufberatung oder Tarifberatung und auch Bedienungsschulungen. Macht ihr jetzt, ist dann hauptsächlich euer Geschäft jetzt irgendwie Videorekorder, keine Ahnung, sowas oder auch kommt mein WLAN in alle Ecken und Enden des Gebäudes? Das ist so und so. Also das gehört durchaus beides dann zum Betätigungsfeld. Wir machen alles, was ein Display hat. Ja, und das Netzwerk ist ja sozusagen heutzutage die Grundlage. Ohne das Netzwerk kann man ja die ganzen Geräte nicht mehr verbinden und nutzen. Ja. Cool. Ja. Viel Erfolg. Ja, danke schön. Sehr gut. Jetzt bin ich ja grundsätzlich mal interessiert, weil hier ist noch jemand, der schreibt hier: A Brief History of the Swarm. Aber die Schwärme sind was anderes. Guck mal da einer an. Die machen, glaube ich, so ein kleines bisschen Schwarmprotein. Wir haben uns, glaube ich, schon mal getroffen neulich in der Uni. Nochmal, Oliver. Christopher, hi. Wie heißt du? Christopher. Christopher, Swarmprotein. Ja. Habt ihr jetzt was zum Probieren dabei? Leider nein, uns sind die Puppen ausgegangen. Wir kriegen Ende September neue Puppen. Ich hätte das dabei, aber das wäre ja, glaube ich, also das sind zerkleinerte. Das sind zerkleinerte Puppen. So sehen die unzerkleinert aus. Aber die sind schon relativ lang leider in diesen Gläschen als unser Vorführobjekt. Deswegen sind die, glaube ich, nicht mehr ganz so genießbar. Das heißt, die gehen von da. Genau, das ist ein handelsüblicher Kokon, wie er gezüchtet wird. Ne? Okay. So sieht er unspektakulärerweise aufgeschnitten aus. Das ist ein Endlosfaden an Seide und daraus wird Seide hergestellt. Und das sind die kleinen Puppen, die den
den Kokon gebaut haben und sich im Kokon befinden. Die schmeißen die im Moment weg? Oder? Die schmeißen die weg oder benutzen die als Fischfutter, als Keufutter, weil okay. die relativ schnell oxidieren und ranzig werden, wenn man okay. die einfach so unfachgerecht lagert. Und dann kannst du die auch nicht an Säugetiere verfüttern, weil wir das riechen, dass es nicht so lecker ist. Und da klemmen wir uns dazwischen, also in die Seidenindustrie funktioniert wie folgt. Es gibt einen, der den Kokon züchtet, gibt den dann weiter an einen Verarbeitungsdienstleister, der aus dem Kokon Seide macht und quasi die Puppen vor die Fabrik in die Sonne schmeißt. Dann können sich die Leute was mitnehmen oder verscherbelt die als Dünger. Und wir klemmen uns dazwischen, indem wir vom Seidenproduzenten, der die Kokons züchtet, die Kokons beziehen, die kleinen Kerle rausschneiden, aber den Kokon wieder zurück zur Verarbeitung geben, sodass keiner mehr Aufwand hat, aber wir die an die leckeren Puppen kommen. Cool. Und die Puppen zerkleinert ihr dann? Also ich esse gar nicht die Puppen so. Also das ist 100% Puppe, aber du siehst die halt nicht. Das ist das macht es den Leuten einfacher, die zu essen. Was kriege ich denn dann zu essen von euch? Einen Proteinriegel. Also wir werden das dann, das ist das Pulver, wir geben wir dann einen Sportnahrungshersteller, mit dem wir kooperieren. Und der verarbeitet das zu einem regulären Sportpulver. Nur dass bei uns das Eiweiß oder das Protein aus Insekten statt zum Beispiel aus Milch, wie das gängig ist, kommt. Und das führt zu? Das führt zu, wir haben mehr, also wenn du in der Regel am Sport und zum Muskelaufbau brauchst du essentielle Aminosäuren, die, wie der Name sagt, nicht selber herstellbar sind, aber wichtig für die Muskelregeneration sind. Und wir haben mehr als der Marktstandard Molke. Molke ist ein sehr gutes Protein, aber es ist unglaublich ressourcenintensiv herzustellen, weil das wenn du, Molke ist das, was du, wenn du Milch nimmst, schüttest da eine Säure zum Beispiel rein, dann dickt ja was aus und oben bleibt dieses grüne Wasser übrig. Das ist Molke. Um daraus ein Pulver zu machen, musst du sehr viel Energie reinstecken. Okay. Das heißt, dieses Pulver braucht weniger als ein Zehntel Prozent der, verursacht weniger als ein Zehntel Prozent der Treibhausgase. Und ist wahrscheinlich für euch auch grundsätzlich einfacher zu kriegen, weil einfach Nebenprodukt. Okay. Ja, das ist ein Nebenprodukt. Das Coole ist, hiervon fallen im Jahr ungefähr 500 Milliarden auf der Welt. Weil wir so viel Seide brauchen. Weil wir so viel Seide brauchen. Also wir brauchen 170.000 Tonnen Seide im Jahr, Rohseide im Jahr. Man stelle sich vor, 500 Milliarden davon. Die wiegen halt wenig, ne? Ja, aber da ist das Gebäude da schon ein paar Mal voll. Ja. 90% davon kommt aus China und wir arbeiten mit einem Bio-Seidehersteller zusammen. Der nimmt halt verwendet keine Antibiotika, keine Wachstumshormone, zahlt faire Löhne, ist seit den 80ern in China unterwegs. Cooler Typ. Und der hat richtig Bock drauf, deswegen, wir haben noch zur wissenschaftlichen Fundierung arbeiten wir noch mit dem Leibniz-Institut für Agrartechnik und der Deutschen Sporthochschule zusammen. Wir haben auch noch ein drittes Teammitglied, das leider heute nicht hier sein kann, die ist Ernährungswissenschaftlerin. Also, falls jemand einen Job sucht, wir suchen noch engagierte Mitarbeiter, weil es gerade relativ viel ist. Was sucht ihr denn? Generell ist es keine Rocket Science. Wir suchen sehr engagierte, kommunikationsfreudige Menschen. Falls wir eine Spezialisierung suchen, gerne Lebensmitteltechniker. Okay, kommunikationsfreudig im Sinne von, geh mal bitte in die Uni und mach einen Stand da. Und Beispiel, oder sowas Leuten, wie hier sowas mit netten hier. Leuten in die Kamera sprechen. Ne, genau so, ihr nette Leute, danke. Okay. Deswegen, wir haben auch einen wunderschönen Newsletter, falls man das kurz reinhalten kann, auf unter dieser URL, swarmprotein.com. Swarmprotein.com, ne? Da. Ja. Aber wir spammen auch nicht. Naja, also rein theoretisch Sportlernahrung, wenn ich das so sehe. Genau, wir fangen mit Sportlernahrung an, weil Sportler super offen sind. Also wir rennen da offene Türen ein, die suchen eine nachhaltige Art der Proteinversorgung. Sind generell auch so ein bisschen inszenierungsfreudig, ne, haben Spaß an diesem polarisierenden Thema. Aber du merkst das auch gar nicht. Wenn ihr sagt, das ist ein Riegel, dann ist das ein Riegel. Ja, wir werden das schon knallhart kommunizieren. Ne? Aus Marketing-Gesichtspunkten. Ja, generell, um das Thema auch zu pushen. Ich meine, letztendlich ist uns bewusst, dass wir mit dem Proteinriegel nicht die Welt verändern werden, aber es ist halt ein guter erster Schritt in den Markt, um dann nachhinein bestenfalls das in größeren Mengen. Das große Ziel dieser kleinen Szene, die sich auf der Welt gebildet hat, ist natürlich, das irgendwann als Fleischersatz zu etablieren. Das hat sehr, sehr viele Hemmnisse bei Menschen ausgelöst. Deswegen versucht man das in ein Produkt zu verwandeln, was Menschen ohne große Hürden konsumieren können. Deswegen der Riegel. Als Fleischersatz? Das ist die lang. Wir denken ja hier langfristig. Ne? Überleg mal, 20 Jahre später werden wir ein paar mehr Menschen auf der Welt sein. Weil du glaubst, kann man das dann in ein Stück fleischähnliches Dings pressen oder was? Ja, genau. Du könntest daraus. Es gibt Leute, die machen aus Insekten Patties. Du kannst es als Nahrungsergänzungsmittel machen. Also es besteht halt zum Großteil aus sehr, sehr gesunden Proteinen. Fleisch. Lebensmittelrechtlich sind wir kein Fleisch, weil wir sind keine Wirbeltiere, aber wir sind halt wunderbares, leckeres Tier. Und wir haben tatsächlich so relativ gute, also wir haben sehr gute... Wir sind keine Wirbeltiere, ja, stimmt, ja. Wir haben sehr viele Befürworter von Veganern und Vegetariern. Interessanterweise, war uns auch nicht bewusst, weil die
viele Leute sind so aus den ökologischen und tierschutzrechtlichen Gründen vom Fleischkonsum abgekommen. Mhm. Und die sind sehr, sehr offen für eine alternative Art der Proteinernährung. Aber das heißt, rein theoretisch kann ich irgendwie einfach so eine Pulle Pulver kriegen und das genau. Kann ich als... Kannst du dir lecker löffeln abends auf der Couch. Kann ich meine Suppe zupacken, habe halt Proteine drin, genau. Wie ich kann. MTC-Öl, Bulletproof Coffee, so MTC-Öl so. Und Butter. Also wir hatten das, genau, das war... Mit der Idee hatten wir ursprünglich gestartet, aber Leute sind noch... Also wie war gerade bevor du kamst, waren einige Leute, die doch so ein bisschen fremdeln mit der Idee, einen Insekt zu essen, weil wir das nur als Schädlinge kennen. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen das eine Stufe mehr prozessieren, um das einfacher für die Menschen zu machen. Und das ist halt in so einem Convenience-Produkt. Proteinriegel werden generell gut konsumiert von Sportlern. Das ist handy, hast du immer dabei. Das heißt, wir machen da die Hürde relativ einfach und dann können wir von da aus das Produktspektrum erweitern. Cool. Klingt gut. Freut weitermachen. Mich. Danke. Trag dir in den Newsletter ein. Ja, ja, ja. 10 Euro? Ja, ist gut. Sehr gut. Was machen wir denn jetzt? Du erzählst mir jetzt erstmal, wie heißt du? Helge Schneider. Nochmal von vorne. Wie heißt du? Philipp Haferkamp. Von Ampero. Von Ampero, richtig. Was macht ihr? Was tut ihr? Gerne auch nur Philipp. Gerne auch nur Philipp. Was machen wir? Wir machen das erste Energiesharing-System weltweit. Das müsst ihr so vorstellen, das ist wie Carsharing, nur für Energie. Hast du sehr schön ausgedrückt. Also, ne? Elevator-Pitch geglückt. Und ich muss sagen, um es jetzt mal ein bisschen realer zu machen, ne? Man muss das auch mal in die Hand nehmen, das gute Stück. Das gute Stück habe ich auch in der Tasche, muss ich zugeben. Das gute Stück ist nämlich sehr klein. Ne? So, hier. Ne? Und lädt mein iPhone 6S Alex. Einmal ohne Probleme. Und die Kabel sind da schon drin. Ne? Und zwei verschiedene Kabel. Dementsprechend. Und das hier ist jetzt so eine Dockingstation, die dann irgendwie... Genau, die steht dann zum Beispiel am Flughafen, im Hotel, in der Bar, im Restaurant. Und da kommt dann, kommen wir hin, wir Handy-Junkies, wo das Handy mal wieder leer ist. Und dann sagen, super, ein voller Ampero, ich möchte bitte aufgeladen werden. Dann leiten wir das hier aus und diese Stationen laden dann halt auch Akkus wieder auf, die Amperos wieder auf, die dann zurückkommen. Also wirklich ein Sharing-System, man kauft keine Akkus mehr, man muss sie auch nicht mehr laden, man muss sein Handy noch nicht mehr laden, man holt sie einfach immer am jeden Morgen am Starbucks, 9 Ampero mit dem Kaffee und alle sind glücklich. Sehr gut. Hast du gut gemacht. Viel Erfolg. Danke, danke. Viel Erfolg. Und ganz nebenbei kennt der Typ so, wie man sowas in China besorgt. Und so. Oh ja, habe ich. Was? China? Nein. Nee, ist alles. Nein, nein. Made in Germany natürlich. Natürlich, natürlich. Sehr gut. Das schneiden wir wieder raus. Wie heißt du? Wer Michael, seid ihr? Michael Wilmes und wir sind My Delivery, die innovative Kuriervermittlung. Okay, innovative Kuriervermittlung. Erklärt es teilweise schon selbst, aber was tut ihr genau? Wir machen das quasi, die innovative Kuriervermittlung bedeutet, wir machen Crowdsourced Delivery. Sprich, wenn jemand heute noch irgendwo ein wichtiges Paket braucht, eine Firma aus Köln braucht ein wichtiges Paket in München, dann matchen wir das mit jemandem, der sowieso noch nach Köln fährt heute. Und versichern das und machen GPS-Tracking, dass jeder weiß, wie ein transparentes System, dass jeder weiß, wo wer ist und wer es auch bringt und andere bringt. Das heißt, derjenige hat eine iPhone-App, keine Ahnung, was auf seinem Handy, holt das irgendwie in Köln ab und die sehen, der ist immer noch im Zug und so. Alles genau, gut. Sehen, der ist gerade da und da, hat Verspätung oder auch nicht und weiß, wer das ist, eine Bewertung hat und es ist sehr transparent, weil der Empfänger weiß, wer es ist. Und der Fernsehner weiß auch, wo er gerade ist. Können die Leute sich damit ihr Zugticket zahlen? So? Ein ICE vielleicht nicht, aber es ist mehr als nur ein Fahrtkostenzuschlag. Also wir können vielleicht auch mal konkrete Zahlen nennen. Bei einer Strecke Köln-München liegen wir so bei einem Fahrtkostenzuschuss von 100 Euro. Ja, aber da kann man ja schon, wenn ich als Student sage, hey. Absolut, als Student, super geil. Ja, genau, genau. Ist der Abend gerettet, bei 100 Euro. Genau, also das, ne? Ja. Ja, okay, gut. Keine wirklich Stadt geben, wo wir anfangen, sondern Strecken. Also wir sagen dann, okay, Köln, Berlin, Köln, Aachen, so die Strecken, die werden wir sagen, okay, die fangen wir damit an und dann skalieren wir das weiter hoch und machen auch andere Strecken, dann auch erstmal Deutschland und dann auch ins, an Grenzen aus. Okay, cool. Viel Erfolg. Super. Vielen Dank. Dankeschön. Wir reden gerade über hier Volunteer-World, Freiwilligenarbeit weltweit. Und das beliebteste ist Turtle. Turtle. Ja? Sea Turtle. Ja, alles mit Tieren. So. Ja. Ja, also, mit süßen Tieren. Aber das sieht nach Afrika aus. Genau, ja, das ist aber mit einem Löwen, da muss man 18 sein. Man muss selbstständig entscheiden können, dass man vom Löwen gefressen werden darf. Okay. Also hier kann man ja zum Beispiel gut sehen, es geht nicht darum, dass man vor Ort irgendwelche Löwen streicheln kann. Ja, also das ist...
das ist Wildlife, es wird halt auch erklärt, das sind wilde Tiere, da hat man nicht zu streicheln, sondern es ist halt wirklich Arbeit. Ne? Es ist nicht irgendwie so Erfahrungsurlaub, so von wegen, ich bin auf einem Elefanten geritten oder so, sondern es geht halt wirklich um Arbeit, die vor Ort auch was verändert. Die Plattform gibt es jetzt seit einem Jahr, wie viel Leute habt ihr schon vermittelt? Wir kratzen jetzt so an den 100. Okay. Genau. Also wir hatten über die Plattform. Genau. Weil die Firma gibt es schon länger, habe ich eben gesagt. Uns gibt es schon länger, ja genau. Also in der Form jetzt online sind wir seit einem Jahr gedauert. Mittlerweile sind wir so groß, dass die Projekte uns selber finden. Übers Internet oder weil sie sehen, dass andere Projekte bei uns vertreten sind. Wir sind natürlich immer noch aktiv in der Akquise. Wir versuchen im Moment ein paar mehr Projekte in Europa zu finden. Mhm. Also das wächst. Sehr cool. Naturprojekte? Nee. Also wir haben verschiedene Kategorien hier. Kann man mal suchen. Auf der Startseite kann man nämlich einerseits eine Region oder ein Land auswählen, wo man hin möchte. Und dann haben wir aber auch hier die Kategorien, in denen man arbeiten kann. Also wir haben Animal, ja. Business, ja. Community und dann gibt es auch immer noch so, bei Community zum Beispiel, sind da auch noch unterschiedliche Sachen drin. Super, und wie zahlt man dann bei euch? Oder? Der Volontär zahlt an uns nichts. Wir haben quasi Verträge mit den Projekten. Ja. Wenn die Projekte Geld vom Volontär nehmen, dann bekommen wir davon 15% Vermittlungsgebühr. Die werden aber nicht für den Volontär draufgeschlagen. Das heißt, die geben uns die Projekte ab dafür, dass wir Werbung für die machen, dass sie bei uns vertreten sind. Tja. Das ist grundsätzlich, muss man sagen. Echt schön hier. Das ist zumindest ein wenig schicker hier. Gehen wir weiter hoch. Meetingraum, Headquarters eigene Büros hier gefühlt. Schönen guten Tag. Alles gut? Alles Bestes. Sehr gut. Schön ist es hier. Danke. Der erste Teil des Abends ist vorbei. Und jetzt sind wir in einer anderen Gegend. Denn der Headquarters hat mehrere Locations. Und wenn wir hier so langsam vorbeigehen, dann erkennen wir schon das Logo und die Tische und die Möbel, und es sieht so aus, als wären wir in der zweiten Location vom Headquarters. Diesmal in der Nähe vom Rudolfplatz, nicht mehr ganz so weit draußen. Entspannend. Wir brauchen einmal den Namen bitte noch. Tüllmann. Sehr gut. Ich habe auch gefallen. Danke. Ja, hier. Das ist schon mal mehr Event-Location hier, ne? Das haben sie definitiv schon gemacht. Im Coworking-Bereich. Man muss ihn lassen. Sie haben ganz coole Bilder, ne? Das muss man ihnen wirklich lassen. Die Bilder sind gar nicht schlecht. Da hinten stehen schon eine ganze Menge Tische bereit.
Nette Räume hier. Dankeschön. Nett. Schön hier. Gibt schlimmere Orte, ne? Gibt schlimmere Orte, ja. Aber Vitra hat euch die Füße geküsst, ne? Ja. Ja. Da kann man so sagen. US Lampen war uns auch dankbar. Ja, und so, ja, ja. Habt ihr vorher investiert? Ja, was war's, in Berlin haben wir auch alles von USM. Nein, ich sag mal. Was ich dazu sage, zwei Sachen. Erstens Kunst und zweitens Möbel, die wie Kunst sind, die generationsübergreifend funktionieren und nach 20 Jahren genauso viel kosten, wie sie gekostet haben. Also du verlierst dann den nichts. Okay, Inflationsausgleich, ja. Inflationsausgleich wirst du in 20 Jahren sagen, der gebraucht wird. Ist wieder sehr in der Okay. Und schicke Bilder habt ihr. Ja, ich liebe Kunst. Und der Künstler ist hier. Echt? Hör doch gleich was dazu sagen. Cool. Das wird hier gleich noch nett voll. Scheinbar. Geht man aufs Klo? Das merkt ihr jetzt nicht, aber das riecht noch gestrichen mit Kunst. Okay, also, du hast mir gerade schon mal erzählt, aber Tisch kostet Flex. Flex, der jetzt 120 Euro im Monat, das ist unsere Premium-Membership. Damit kann man die freien Tische, die zur Verfügung stehen, nutzen. Ansonsten setzt man sich an die Theke oder halt gemütlich auf die Fensterbank. Und sozusagen, wer hier Member ist, ist sozusagen Member in der Factory in Berlin und hat da genau den Access, so wie ein Factory-Member. Sehr cool. Gibt es irgendwas wie, wenn ich jetzt fixe Desk, gibt es gar nicht? Wir haben nur die Team Offices als fixes. Also warte mal, okay, Team Offices gibt es. Team Offices gibt es. Wir haben Zweier, und, also allerdings in Maasdorf momentan nur Zweier bis Fünfer Team Offices. Und ansonsten haben wir hier zwei Zwölfer Offices. Die halt. Was kosten die Zwölfer Offices? Da reden wir von unten 320 Euro pro Arbeitsplatz netto und oben 350 Euro. Aber der ist fix, meiner und so weiter. Genau. Der ist fix, den kann man abschließen und genau. Nee, das ist vor allem, wenn man jetzt so WeWork anguckt oder so, noch spottbillig. Wo sind wir? Ist da irgendwie, ja, gibt es Kaffee hier mit drin? Oder ja, Kaffee irgendwie? Und Wasser ist mit drin, Strom, Internet ist alles mit drin, da muss man sich um gar nichts mehr kümmern. Wenn ich ein Fixdesk habe, kann ich meine Adresse hier hinlegen? Du kannst auch, wenn du normaler Member bist. Wir haben auch eine normale Membership, 50 Euro, dafür kannst du zu den Events gehen, bist im Netzwerk inbegriffen, kannst halt auch zur Factory gehen kannst, und da, selbst da kannst du ein Postfach haben hier. Krass. Du kannst auch unser Fitnessstudio in der Horbeller Straße in Maasdorf nutzen. Das habe ich gesehen, das ist auch schick. Und, aber das sind mal competitive Preise, meine gute Güte. Das ist cool. Sehr gut. Es ist sehr spannend hier, Leute. Sehr spannend. Dankeschön. Bitteschön. Trink mal. Du wirst hier später auch sitzen. Wir machen Cleantech. Cleantech? Also ja. So richtig? Ja, so richtig. Wir machen Sonne. Also wir machen keine Sonne, sondern wir versuchen aus der Sonne die Energie zu ziehen, um daraus Strom zu erzeugen. Also erst Hitze und dann Strom. Was in Deutschland relativ schwierig ist, weil die Sonne ist ein gern gesehener Gast, aber leider kommen wir nicht so häufig vorbei und nicht in der Form, wie wir sie brauchen, um daraus Hitze zu machen. Das heißt ihr macht das in Spanien oder ihr habt einen Weg gefunden, das in Deutschland zu machen? Nein, wir haben keinen Weg gefunden, das in Deutschland zu machen. Wir müssen, also der frühestmögliche Ort wäre Spanien, optimalerweise irgendwie jenseits des Ozeans und der Meere, also letztlich Nordafrika. Okay. Das macht es für uns etwas schwierig, Investoren zu finden. Weil die sagen, ich will mein Geld. Wie lange macht ihr das schon? Also der Gründer hat investiert schon seit 2 Jahren seiner Zeit in das Thema. Ich bin seit letztem Jahr dabei. Ich bin für die Finanzen zuständig.
Investoren und so? Genau. Okay. Und ja. Wie heißt die Firma? Hyperion Energy. Hyperion Energy. Genau. Okay. Aktuell sind wir bei E.ON drin im Agile-Programm. Am 30.09. ist Demo-Day. Was macht euch denn so viel besser? Wir können den Grünstrom grundlastfähig machen. Die große Herausforderung weltweit ist ja, Strom wird geliefert, wenn die Sonne scheint. Okay. Und wenn der Wind weht. Okay. Aber wir brauchen halt den Strom, wenn die Sonne nicht scheint. Und wir können mit unserem Speicher die Hitze, die die Sonne erzeugt, speichern und können auch, wenn die Sonne nicht scheint, die Hitze zur Turbine bringen. Und wir können das über 10, 12, 14 Tage machen. Aber hier habe ich Nächte durchgearbeitet, die Kinder vernachlässigt, die Familie vernachlässigt, weil wir haben diesen scheiß Diligence. Ich hatte gerade einen doofen Denker, eine Diligence brauchen, damit wir endlich an die Börse gehen können. Aber hier hat dann da vorne im Raum, der Dr. Spitz zu mir gesagt, Herr Bucherseifer, Sie haben keinen kausalen Effekt für die Diligence. Was weiß ich für kausalen Effekt? Ich habe meine Excel-Datei, ich war am Radio. Ich bin mir sicher, dass es so kommt. Ja, 116% Umsatzsteigerung, das kann so nicht funktionieren. Ich sage Dr. Spät, sagen Sie weiter, dann war es fortlaufen, das war mein Weg und das wird dann irgendwie gut gehen. Es ist gut gegangen, das wissen wir alle. Das ist sehr einfach, deswegen expect very much. Let's enjoy.